Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch Go auf dem Kisedo Go Server. Diesmal gegen einen vierten Q. Ich spiele hier als dritter Q, bekomme deshalb keine Kumi. Wir beginnen mit Hoshi und Komoku. Da bietet sich für mich dieses Joseki an, genannt Tsukehiki. Das heißt also, Tsuke ist dieses Anlegen und Hiki ist dieses Zurückziehen. Und wie gehen wir von hier aus weiter? Es gibt mehrere gute Punkte. Den und den, 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 den. Ja, wahrscheinlich machen wir hier weiter. Er geht da raus. Okay, dann gehe ich an die Ecke ran. Spiele Hane. Er verlängert. Ne, das macht er nicht. Okay. Statt dieses Zuges kann Weiß etwas besser hier spielen. Schwarz wird in der Situation kein Ko provozieren, heißt verbindet und dann sichert Weiß mit diesem Zug. Und die Antwort, die jetzt von Schwarz zu erwarten ist, ist A oder B. Macht die ganze Sache ein bisschen komplizierter, hat aber mehr Potenzial für Weiß. Ich habe mich jetzt für diesen Zug entschieden, der ist nicht ganz so gut und ja, vielleicht sollte ich zukünftig über den nachdenken. So, jetzt muss man halt schauen, wie groß ist denn überhaupt diese Ecke? Die ist nicht so groß und das Kriechen auf der zweiten Linie kann eigentlich nicht attraktiv sein für ihn. Okay, dann geht er da rein. Okay. Ich sichere jetzt diese Ecke und er sichert dort nochmal. Alles gut. So. Ich gehe hier ran, habe damit die Doppeloption, die Ecke zu reduzieren und das Gebiet ein bisschen aufzubauen. Der Zug von Schwarz ist nicht ganz optimal. Er ist okay, ist in Ordnung, aber A wäre besser. Denn erstmal zur schwarzen Gruppe oben, die ist nicht in unmittelbarer Gefahr. Das heißt also, Schwarz muss sich keine Sorgen machen um das Leben der Gruppe. Entweder hier oder dort. Gehen wir ruhig nochmal einen zurück. Also entweder hier oder dort wäre noch Ausbreitungspotenzial. Das heißt, sollte Weiß hier spielen, kann Schwarz nach dort gehen. Sollte Weiß von hier kommen, kann Schwarz nach dort gehen. Also das eilt nicht. Die ist nicht in unmittelbarer Gefahr. Aber dieses Gebiet hier oder diese Einflusszone, die kann sehr schnell sehr groß werden. Und deswegen sollte A gespielt werden, also dieses A. Denn damit kann man auch ohne großen Aufwand den Einfluss von Weiß hier zumindest etwas reduzieren. Schauen wir uns an, was wäre passiert? Wahrscheinlich hätte Weiß von der Mitte her gespielt. Und Schwarz hätte dann mit so einem Zug oder auf A Möglichkeiten, Komplikationen zu erzeugen, entweder zu siedeln oder zu drohen, auszubrechen. Das wären jetzt hier die Optionen. Und deswegen wäre der Zug bei R9 besser gewesen. Okay, dann denke ich,
Was wären denn gute Punkte für ihn? Also der wäre sicherlich gut. Ich mache mal trotzdem hier weiter, weil es der Seite gut gefällt und für die ist es auch cool. Und ja, es bringt ihn jetzt zum zur Invasion. So, dieser Anlegezug von Schwarz hier, dieser Zug ist nicht 100% korrekt. Der ist spielbar, aber besser wäre ein Schulterschlag auf A. Kann man sich auch, glaube ich, ganz gut vorstellen, warum, wenn Schwarz hier spielt, Weiß geht mit, Schwarz verlängert, dann hat diese Kombination einen Doppelwert, nämlich den Doppelwert, dieses Gebiet für Schwarz zu kontrollieren und dieses Gebiet für Weiß zu beschädigen oder von Weiß zu beschädigen. Das heißt also, es ist immer gut, wenn man beides gleichzeitig macht, gegnerisches Gebiet reduzieren und eigenes Gebiet aufbauen. Und das ist nicht der Fall, wenn man von hier kommt. Dann reduziert man zwar weißes Gebiet, vorausgesetzt, das gelingt überhaupt, aber Schwarz hat ja hier unten kaum Potenzial, irgendwas Großes noch zu bewegen. Also das war sicherlich kein optimaler Punkt. Also stattdessen lieber auf A spielen. Wenn er jetzt hier lang geht, ich bin bei der Seite nicht ganz sicher. Wird wahrscheinlich noch mal einen weitergehen. Und jetzt Honey spielen. Und ich gehe weiter. Den kann er nicht zulassen, meine ich. Er muss hier spielen. Denn wenn er hier spielt, gehe ich sofort rein. Er wird mich rüberschicken, genau. So, der scheint mir groß zu sein. Mit der Gruppe hat er jetzt noch nicht mehr erreicht, als zu flüchten. Und ja, kriechen auf der zweiten Linie ist generell keine gute Idee. Also, außer es geht um das Bauen von Leben. Wenn er jetzt den Hani spielt, hier würde ich mal gerne genauer hinschauen. Ist das Sente? Er geht hoch, ich gehe runter. Ja, das ist Sente.
Bloß wenn er hochgeht, mache ich den, würde ich sagen. Dieser Zug von Weiß war unnötig. Also ich habe mir da zwar in dem Moment gedacht, was passiert denn, wenn es dann zu einem Atari kommt, wenn beispielsweise Schwarz hochsteigt, gibt es da irgendwelche Kombinationen. Angenommen, Weiß spielt woanders, dann könnte ja Schwarz den spielen und so weiter. Das ist eine Drohung auf die beiden, auf diese vier. Aber das alles ist von der Drohung her zu schwach. Schwarz kann da eigentlich nicht viel machen. Und aus dem Grund hätte Weiß vielleicht bei B sich um dieses Gebiet kümmern können. Also der war verschenkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15 Punkte. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Okay, das ist too much. So, diese Invasion ist zu tief. Wenn man sich mal diese Grenzlinien vorstellt zwischen dem Stein und dem Stein, sieht man jetzt klar, das wäre die Borderline. Bis dahin hätte man gehen können. Empfehlenswert wären, wenn man hier lokal spielen will, Punkte A, B, C, D, so ungefähr in der Drehe. Dann wäre man auf der richtigen Seite gewesen. Das war zu tief. Überlegenswert wären auch bei, also jetzt andere Punkte. Zum Beispiel hier gibt es eine Schwachstelle, hier kann man angreifen. Man könnte hier reingehen, die Gruppe kann angegriffen werden, wenn die Trennung hier gelingt. Das wären alles Möglichkeiten, denn man muss sich darüber klar werden, die Spielsituation grundsätzlich ist sehr ausgeglichen. Also AI Sensei kalkuliert zu dem Zeitpunkt, bevor dieser Zug gemacht wird, Schwarz vielleicht mit drei, vier Punkten vorn. Das heißt, man braucht jetzt eigentlich gar keine verrückten Sachen starten. Es ist nicht so, dass Schwarz zurückliegt und irgendwelche großen Risiken eingehen muss, sondern jetzt geht es einfach nur darum, clever Vorhände zu suchen, hier einen kleinen Vorteil, dort einen kleinen Vorteil anzuhäufen, um am Ende vielleicht mit 5 bis 10 Punkten aus der Partie in Führung rauszukommen. Aber jetzt alles auf diese Invasion zu setzen, macht strategisch nicht viel Sinn. So, also solche Invasionen gehen in der Regel nicht gut.
Also wo will Schwarz da leben, ist die Frage. Jetzt können wir nur noch gucken, wo er potenziell Ärger machen könnte. Nein, hier gibt es kein zweites Auge für ihn. Da ein Auge und tak, tak. Wie ist das? Er geht hierhin, ich gehe dorthin, er macht den, ich mach den. Ja, die Invasion war zu tief, hat sich nicht an die Regel gehalten, diese Außengrenzen zu respektieren. Und das, was er jetzt hier versucht, kann einfach nicht klappen. Genau, gibt auf. Tja. Dann schauen wir mal rein. So. Der Beginn der Partie war solide, würde ich sagen. Hier hatte ich bereits erwähnt, dass es gut gewesen wäre, Q2 zu spielen. Dann, wenn man jetzt die Partie anschaut, gibt es leichte Vorteile für Schwarz, denn Schwarz hat zum einen zählbares Territorium, nehmen wir mal das und das, hat keine wirklich schwachen Gruppen. Weiß hingegen hat hier einen angreifbaren Punkt und das ist noch nicht wirkliches Territorium. Die Ecke ist nicht riesig groß, also leichte Vorteile für Schwarz. Und so bleibt es auch eine lange Zeit. Der war unnötig, dieser Zug da oben hatte ich schon erklärt.
dem Anlegezug tut sich Schwarz kein Gefallen, aber letztlich ist der Schaden, den Schwarz davon hat, überschaubar. Und also hier auf der zweiten Linie zu kriechen, ist nicht notwendig. Trotzdem bis dahin ausgeglichenes Spiel. Also auch dieser Verbindungszug hier von Schwarz war überflüssig, da gibt es Größeres. Und hier beginnen die Probleme von Schwarz. Weiß riegelt Schwarz ab. Es gibt jetzt keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Und verhindert zwei Augen. Und damit ist das Schicksal der Schwarzen da besiegelt und damit auch die Partie. Denn zu dem Zeitpunkt liegt Schwarz mit ungefähr 40 Punkten zurück und das kann man nicht mehr aufholen. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich. Also hier aufzugeben ist völlig okay. Ja, Lehrstück zum Thema unnötige und vor allen Dingen riskante Invasion. Eine Reduktion hätte total genügt. Das wär überhaupt nicht schlimm gewesen, das zu reduzieren, ein bisschen zusammenzudrücken. Da wäre jetzt nicht riesen Punkteprofit für Weiß rausgesprungen. Aber Schwarz konnte es nicht aushalten, ist direkt in die Mitte rein, wollte alles kaputt machen und das war keine gute Strategie. Ja, die Partie hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Ihr wisst ja, dass ihr unsere Go-Videos damit unterstützen könnt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.